Das ist der absolute Albtraum jedes Cabrio-Fahrers. In einem Vergleichstest untersuchte der ADAC die Insassensicherheit bei solch einem Überschlag, und zwar bei den immer beliebter werdenden Cabrios der unteren Mittelklasse. Im Test standen drei unterschiedliche Systeme. Der Peugeot 207 mit aktivem Überrollschutz, wo Airbags, Gurtstraffer und Überrollbügel von Sensoren ausgelöst werden. Als zweiter ein Mini Cooper mit fest eingebauten Überrollbügeln und ohne sensorische Erkennung eines Überschlags. Der dritte ist der Citroën Pluriel, der lediglich über eine hintere Sitzlehnenverstärkung verfügt. Alle drei haben eine speziell verstärkte A-Säule. Aber leider fehlt bei allen eine Gurthöhenverstellung. Ein wichtiges Sicherheitsfeature. Denn nur wenn der Gurt optimal sitzt, bleibt der Insasse geschützt im Sitz. Mithilfe dieser schrägen Rampe werden die Fahrzeuge beim Test aus 48 km/h auf 0 abgebremst. Zu Beginn der Peugeot 207. In der Zeitlupe sieht man, dass die Überrollbügel präzise ausfahren und die Fondpassagiere gut vor Bodenkontakt schützen. Wegen der fehlenden Gurthöhenverstellung schlüpft der Beifahrer trotz Gurtstraffer gefährlich weit aus dem Gurt. Überhaupt sind die vorderen Personen infolge der um 11 cm eingeknickten A-Säule nur mangelhaft geschützt. Nun der Mini Cooper. Aufgrund der geringen Höhe der Überrollbügel sind Heckinsassen nur bis etwa 1,75 Meter Körpergröße geschützt. Darüber wird's lebensgefährlich. Systembedingt lösen die Gurtstraffer beim Überschlag nicht aus. Der Beifahrer rutscht komplett aus dem Gurt und schlägt hart auf den Boden. Die A-Säule hat sich hier nur minimal um 31 mm verformt. Die Airbag-Sensoren sprechen übrigens beim Überschlag nicht an, weil die Bordelektronik nicht dafür ausgelegt ist. Insgesamt kann die Sicherheit mit ausreichend bewertet werden. Beim Citroën Pluriel sind wegen der zu kurzen Sitzbügel bereits Personen über 1,60 Meter extrem gefährdet. Die A-Säule verformt sich beidseitig um 4 bis 6 cm und es kommt zu extrem harten Kopfkontakten. Die gemessenen Belastungen überschreiten die biomechanischen Grenzen. Der Insassenschutz kann hier nur mit mangelhaft bewertet werden. Wir haben festgestellt, dass die Fahrzeuge in dieser Klasse, dass der Insassenschutz für die vorderen Passagiere doch sehr schlecht ist. Für die hinteren Insassen sieht es hier etwas besser aus. Das hängt natürlich davon ab, ob jetzt ein Überschlagsschutz in dem Fahrzeug vorhanden ist oder nicht. Also wir haben ganz klar drei Forderungen. Die erste ist, die Stabilität der A-Säulen muss verbessert werden. Die zweite Forderung ist, dass auch in diesen Fahrzeugen die Gurtgeometrie angepasst werden muss. Das heißt, der Insasse muss besser zurückgehalten werden, um Kopfkontakt mit der Straße zu vermeiden. Und die dritte Forderung ist, in dem Fahrzeug muss eine Sensorik eingebaut werden, die den Überschlag detektiert, um eben hier Rückhaltesysteme auslösen zu können.